Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Da ist das Ding, auf das du und ich schon ganz lange gewartet hast, die Roborock Absaugstation für den Roborock S7. Wie gut sie bei mir im Test abgeschnitten hat, das zeige ich dir jetzt. Als allererstes möchte ich mich wie immer recht herzlich bei Roborock bedanken. Die haben mir nämlich freundlicherweise den Saugroboter und die Absaugstation hier zum Test zur Verfügung gestellt. Ja, was erwartet dich in dem heutigen Video? Als allererstes möchte ich klarstellen, in diesem Video geht es ausschließlich um die Absaugstation. Den Roborock S7 habe ich schon ausführlich in einem Einzeltest hier für dich vorgestellt. Schau einfach mal unten auf dem Kanal vorbei, da findest du alle Videos. Auch schon Gegenüberstellungen vom Roborock S7 zu anderen Saugrobotern. Auch dazu findest du bei uns auf dem Blog den Saugroboter-Finder, da kannst du auch alle Modelle miteinander vergleichen. Ja, wir starten aber jetzt zu Beginn wie immer mit den technischen Daten. Dann zeige ich dir die Absaugstation mal etwas genauer im Detail. Auch im Roboter müssen wir eine kleine Veränderung vornehmen, das zeige ich dir ebenfalls. Im Anschluss gehe ich ein bisschen auf meine Erfahrungen ein, dann gucken wir uns das Ganze auch noch mal in der App an und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Starten wir direkt mit den technischen Daten der Roborock Absaugstation. Sie hat Abmaße von 31,4 x 45,7 x 38,3 cm bei einem Gewicht von ca. 5,5 kg. Die UVP liegt bei 299 Euro. Verfügbar ist sie in der Farbe Schwarz oder Weiß. Die Kapazität beträgt 1,5 Liter beim Zyklon bzw. 1,8 Liter bei dem Staubbeutel. Als Besonderheit ist in dem Gerät selbst ein HEPA 13 Filter verbaut. Man merkt schon, man hat jetzt zwei Möglichkeiten, um den Schmutz aufzufangen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was alles im Lieferzubehör mit enthalten ist. Wir haben einmal eine kleine Anleitung mit dabei. Dann haben wir hier das Besondere, den Staubbeutel, beziehungsweise das Besondere ist eigentlich die Absaugstation ohne den Staubbeutel. Wenn du Allergiker bist, dann ist aber auf jeden Fall die Option mit dem Staubbeutel genau das Richtige für dich, weil hier hast du nämlich eben die Möglichkeit, das Ganze allergikerfreundlich wieder zu entsorgen. Der Schmutz wird einfach aufgesaugt, dann kannst du das Teil hier entnehmen. Beziehungsweise es ist in dem Staubbehälter dann eingeklipst, dann kannst du das einfach hier nach unten hinwegziehen. Der Verschluss schließt sich und dann kannst du das Ganze einfach so rausziehen und dann merkst du schon oder siehst du, dass hier eben die Verschlusskappe geschlossen ist. Im Lieferumfang ist genau einmal so ein Beutel mit enthalten, alle weiteren musst du dir dann besorgen. Des Weiteren haben wir auch einen neuen Staubbehälter mit dabei. Die Besonderheit hier ist, dass wir an der Seite jetzt eine kleine Klappe haben, dass einfach ein Luftzug nachströmen kann, damit eben der Schmutz hier durch die Hauptöffnung wieder abgesaugt wird. Zeige ich dir auch gleich, geht am Saugroboter selbst eben unten über die Hauptbürste. Diese kleine Klappe ist nicht mit dabei, die müssen wir aus dem Saugroboter entfernen, zeige ich dir auch direkt. Und zwar haben wir jetzt hier noch momentan den alten verbaut, den ziehe ich jetzt hier raus. Und jetzt ist hier an der Seite die kleine Öffnung und da kam eben diese kleine Plastikkappe her. Die muss eben entfernt werden, damit der Luftstrom richtig zirkulieren kann. Und jetzt setze ich den neuen Staubbehälter hier ein. Und dann ist eigentlich der Roborock S7 auch vorbereitet. Abgesaugt wird das Ganze hier unten über die Hauptbürste. Der Unterdruck wird hier über die Station erzeugt und dann wird eben abgesaugt. Dazu erzähle ich aber dann auch gleich bei meinen Erfahrungen noch ein bisschen. Schauen wir uns jetzt nochmal die Absaugstation selbst im Detail an. Sie hat auf einmal auf der Rückseite Kabelmanagement, das heißt, du kannst das Kabel ohne Probleme verstauen, ist eine super Sache und es ist auch ausreichend lang. Ich habe es hier dran, ich würde jetzt gerade mal schätzen, dass es bestimmt 2 Meter sind, vielleicht sogar 2,20. Genau, so viel zur Rückseite. Auf der Unterseite siehst du auch den Absaugtrakt. Die Ladestation wird übrigens in zwei Teilen geliefert und muss hier auf der Unterseite befestigt werden. Du siehst auch, dass ein kleiner Imbus mitgeliefert wird. Und dann kriegst du auch direkt hier mit den Symbolen gezeigt, welche Schrauben du einfach festschrauben musst. Es ist ein mehrstufiges HEPA 13 System mit verbaut. Das findet man hier an der Seite. Das kann man einfach drehen. Dann hat man diesen Deckel in der Hand. Und dann kann man auch einfach hier den Filter entfernen. Der ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Man sieht, der ist hier mehrstufig außen mit einem feinen, feinen Stoff in der Mitte nochmal etwas gröber. Und ja, der wird einfach hier so eingesetzt. Und dann kommt der eigentlich spannende Teil. Und zwar, das ist der Behälter, den man halt eben entfernen kann. Momentan habe ich nicht den Staubbeutel drin, sondern eben die Möglichkeit, einfach das Ganze wiederzuverwenden. Das ist ja von echt vielen gewünscht worden. Und halt eben auch der erste Saugroboter, der eben jetzt eine beutellose Absaugstation dabei hat. Da ist Roborock definitiv auf die Wünsche des Kunden eingegangen. Das ist sehr, sehr cool. Entleert wird das Ganze einfach, indem man hier unten drauf drückt und dann
fällt der Schmutz einfach unten raus. Ist super easy zu handeln. Und hier wird einfach dieser Zyklon gedreht, entfernt und dann kann quasi hier der Staubbeutel eingesetzt werden. Also wenn du irgendwie Allergiker bist, ist das deine Wahl. Mit der Absaugstation hast du auch noch ein paar neue Möglichkeiten in der App selbst. Das zeige ich dir aber auch gleich noch. Wie gesagt, die Absaugung selbst findet jetzt hier unten über den Hauptschacht statt und wird direkt einfach so, wie der Schmutz in den Saugroboter reinkommt, geht er auch wieder raus. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch mal kurz die App an und dann erzähle ich was von meinen Erfahrungen. Schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz die App an. Hier hat sich nämlich mit der Absaugstation auch was getan. Wir befinden uns jetzt in der Roborock-App auf der Startseite. Ich wähle den Saugroboter aus und wir sehen jetzt direkt hier unten links in der Ecke, dass wir jetzt hierüber über den Knopf den Staubbehälter entleeren können. Als allererstes möchte ich aber kurz in die Einstellungen gehen. Hier haben wir nämlich jetzt den neuen Punkt auch Stationseinstellungen. Wir haben jetzt die Möglichkeit der automatischen Entleerung, leicht, mittel oder maximal. Das wähle ich jetzt auch mal aus, damit ich dir gleich mal die Lautstärke zeigen kann. Und dann hast du eben jetzt hier die neuen Möglichkeiten, um die Absaugstation so einzustellen, wie das für dich eben richtig ist. Wichtig ist immer, dass der Roboter richtig auf der Absaugstation draufsteht und ich klicke jetzt einfach mal auf Staubbehälter entleeren. Er fragt, ist laut, ich sage ja. Und jetzt sieht man auch hier die Animation und es läuft jetzt so lange weiter, wie sie hier entleert. Man kann das Ganze jetzt auch wieder manuell in der App beenden, so wie ich das gerade gemacht habe. Ich denke, die Lautstärke hast du gehört und das sind eigentlich auch die Möglichkeiten, die du jetzt darüber hinaus in der App mit der Absaugstation jetzt zusammen hast. Genau, auch hier nochmal der Hinweis, den Roborock S7 selbst habe ich in einem ausführlichen Test getestet und das Video findest du auf dem Kanal. Ich würde sagen, ich erzähle jetzt was von meinen Erfahrungen. Kommen wir jetzt mal zu meinen Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen mit der Roborock Absaugstation machen konnte. Ich habe ihn jetzt hier im Alltag bei mir im Büro ein wenig durch die Gegend fahren lassen. Das ist, ich sag mal, ganz alltäglicher Staub. Das ist überhaupt kein Problem, dass die Absaugstation den Staub hier aus dem Behälter hindurch absaugt. Ich habe auch so kleinere Knäule mal genommen und habe die mit Haaren da in den Behälter reingepackt und habe die absaugen lassen. Auch die sind ohne Probleme von der Absaugstation aus dem Behälter hinaus gesaugt worden. Dann ist mir aufgefallen, in meinem Test, wenn ich den Roboter immer mal wieder selbst hin und wieder zurückgestellt habe, dass es wirklich wichtig ist, dass der Roboter selbstständig an die Ladestation dran fährt, dass wirklich auch das Gerät perfekt über dem Absaugschacht steht. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn ich den Behälter sehr voll mache mit meinem Gemisch wie Holzspänen oder Katzenstreu, dass zwar doch einiges abgesaugt wird, aber dass auch ein bisschen was zurückbleibt, wenn eben der Unterdruck nicht komplett da ist. Wenn allerdings der Unterdruck vollkommen gegeben ist, dann hat die Absaugstation wirklich so viel Power, um auch zum Beispiel Katzenstreu aus dem Behälter abzusaugen. Nichtsdestotrotz, je voller der Behälter mit extrem hartnäckigem Schmutz ist, umso schwieriger wird das Ganze natürlich, wenn ich den Behälter hier komplett mit den Holzspänen fülle, dann kommt das Ganze natürlich an seine Grenze, aber das ist natürlich auch kein Alltagsszenario und meiner Ansicht nach schafft es bisher auch keine andere Absaugstation. Die Absaugstation von Ecovax hat ebenfalls schon Schwächen aufgewiesen und dadurch, dass wir hier diesen breiten Ansaugschacht haben, ist das natürlich erstmal ein Vorteil. Also wie sind meine Erfahrungen mit der Absaugstation? Die sind wirklich positiv. Was mir im Test auch aufgefallen ist, dadurch, dass ich ganz oft das gemacht habe und auch mehrfach hintereinander, läuft irgendwann der Motor warm, aber es passiert nichts. Der Roboter gibt eine, oder die Absaugstation gibt eine kurze Meldung aus, dass sehr, sehr oft hintereinander gereinigt wurde und dass man jetzt eben einfach mal ein paar Minuten warten muss, bis das Ganze wieder geht. Ansonsten wirklich eine sehr schöne Sache. Natürlich das Key-Feature ist hier, dass wir die Möglichkeit haben, das Ganze mit Staubbehältern und ohne Staubbeutel zu nutzen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt schon quasi ein Fazit vorwegnehme, kommt jetzt mein Fazit. Mein Fazit zur Roborock S7 Absaugstation fällt durchweg positiv aus. Warum? Weil es die erste Absaugstation ist, die jetzt auch ein beutelloses System bietet. Das heißt, ihr könnt jetzt ohne noch mehr Schmutz zu verursachen, nämlich in Form von den Staubbehältern, einfach öfters und länger saugen, ohne dass ihr irgendwas zutun müsst. Das ist ja auch ein Kritikpunkt am S7 selbst gewesen. Der Staubbehälter war hier etwas hakelig und man ist nicht so gut an den Schmutz drangekommen, beziehungsweise man konnte das Ganze nicht so gut entleeren.
Für die Allergiker unter euch auch kein Problem. Ihr habt auch optional die Möglichkeit, eben einen Staubbeutel dort einzusetzen. Dann habt ihr auch eben einfach das Beste aus beiden Welten. Ihr müsst nicht oft den Staubbehälter entleeren und ihr kommt mit dem Schmutz hinterher nicht in Verbindung. Auch sonst, das Design gefällt mir sehr gut. Der Preis von 299 Euro ist bei den Top-Geräten normal. Bei Ecovax kostet die Absaugstation ebenfalls 299 Euro. Bei anderen Saugrobotern wie dem Royd Me Eve oder auch den ProScenic Modellen ist das Ganze ein bisschen günstiger. Dafür haben aber einfach die Roboter dann an anderen Punkten Schwachstellen. Wenn man das Beste haben oder den besten Saugroboter haben möchte, dann muss man eben auch mehr Geld für die Absaugstation in die Hand nehmen. Und hier haben wir ja jetzt wirklich auch noch ein System, was ordentlich Mehrwert bietet, indem ihr eben die zwei unterschiedlichen Lösungen nutzen könnt, um den Staub aufzusammeln und dann zu entleeren. So viel dazu. Auch an der Stelle im Fazit nochmal der Hinweis, wenn du mehr über den Roborock S7 wissen möchtest, schau mal gerne auf dem Kanal vorbei, da habe ich einen ausführlichen Einzeltest. Wenn du den Roborock S7 mit anderen Saugrobotern vergleichen möchtest, komm auf jeden Fall bei uns auf dem Blog vorbei. Da hast du die Möglichkeit, den Roborock S7 mit vielen anderen Saugrobotern zu vergleichen. Du kannst auch nach anderen Modellen gucken, falls dir der Roborock S7 jetzt nicht unbedingt so zusagt oder sagt, das ist zu teuer, dann kannst du auch über den Preis andere Modelle herausfiltern. Wenn dir andere Meinungen auch noch wichtig sind, dann besuch uns doch gerne in unserer Facebook-Saugroboter-Gruppe. Dort sind über 12.000 Leute drin. Das ist eine Wahnsinns-Community. Da sind viele, viele Erfahrungen auch zu anderen Modellen schon vertreten. Deswegen schau gerne mal vorbei. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das doch unbedingt. Denk daran, unten die kleine Glocke zu aktivieren. Gib einen Daumen hoch und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.